Kommen wir nun zum naturwissenschaftlichen Teil, zu den Argumenten für das Urknallmodell, für die Hauptargumente. Das sind im Wesentlichen zwei Säulen. Die eine davon ist die berühmte Rotverschiebung des Sternenlichts. Das ist eine echte reproduzierbare Beobachtung, ist echte Wissenschaft. Was heißt Rotverschiebung? Wir alle kennen das Phänomen des Doppler-Effekts. Wir hören gerade hier im Hintergrund einen Krankenwagen fahren. Wenn so ein Krankenwagen auf uns zufährt, dann klingt der Ton der Sirene ja höher, als wenn er von uns wegfährt. Woher kommt das? Ganz einfach, weil die Schallquelle ihre Schallwellen aussendet und sie durch die Bewegung auf uns zu, diese Schallwellen quasi komprimiert werden, wie hier unten dargestellt. Am Beispiel von Licht, wo genau das Gleiche gilt. Wenn eine Schall- oder Lichtwelle sich von uns wegbewegt, dann werden die Wellen auseinandergezogen. Und das führt zu größeren Wellenlängen. Und das erzeugt bei uns den Eindruck eines tieferen Tons oder einer röteren Farbe des Lichts. Wenn man das jetzt messen will, ob ein Licht rot verschoben ist, ein Lichtstrahl, dann ist es mit einem sehr einfachen Gerät durchzuführen. Man braucht nur ein Prisma, also einen Glaskörper, der wie dieses in so einer Dreiecksform angeordnet ist. Man kann einen Lichtstrahl von der einen Seite hindurchschicken, dann spalten sich je nach Brechungsindex der einzelnen in dem weißen Lichtstrahl enthaltenen Teilfarben diese auf und sind hinterher auf einem Bildschirm dann schön auseinanderzuhalten. Hier so ein echtes Bild von einem Laborexperiment. Und interessanterweise kann man ganz charakteristische Frequenzen hier bestimmen, indem man ein Licht durch ein Gas beispielsweise hindurchschickt, das diese bestimmten Frequenzen absorbiert, dass sie aufnimmt und nicht hindurchlässt. Das sind dann diese schwarzen Linien. An denen kann man also sehr präzise messen, welche Frequenz hier vorliegt. Und im Labor, überall in jedem Labor auf der Welt, kommen die gleichen Linien raus an der gleichen Stelle. Anders aber verhält es sich, wenn man Sternenlicht nimmt. Wenn man das durch so ein Prisma schickt, sind diese charakteristischen Linien, die eben für bestimmte Elemente ausschlaggebend sind, daher kommen, die sind alle verschoben in Richtung Rot, oder die meisten, nicht von allen Sternen, aber vom größten Teil. Das ist also die Rotverschiebung des Sternenlichts. Und jetzt ist natürlich die Interpretation auch naheliegend. Wenn also eine Rotverschiebung zum Beispiel erzeugt werden kann, dass etwas von mir wegdriftet, und ich sehe, die Sterne zeigen zum größten Teil eine Rotverschiebung, dann liegt ja der Schluss nahe, dass sie alle von uns wegdriften. Und diese Deutung der Rotverschiebung als Fortbewegung würde also dazu führen, dass die Galaxien auseinanderfliegen. Und wenn das wahr ist, dann sind sie ja gestern und vor 100 Jahren näher beieinander gewesen. Wenn wir also zurückdenken, waren alles immer näher beieinander, immer noch näher, noch näher, noch näher. Und schließlich landen wir da, wo alles in einem einzigen Punkt konzentriert war, wenn wir das so schön extrapolieren könnten. Und damit würde die Theorie von Georges Lemaître ihre Bestätigung finden. Also ein Argument für seine Theorie. Zum besseren Verständnis noch soll man, oder zur Genauigkeit noch, möchte ich hinzufügen, in der Urknalltheorie sind es nicht die Galaxien, die sich bewegen eigentlich, sondern der Raum selber und in ihm die Galaxien. Und interessanterweise sagt diese Theorie auch, weil die Rotverschiebung in jede Richtung, in der wir schauen, etwa gleich ist, dass jeder Punkt ein Zentrum dieser Expansion sein müsste. Denn die andere Schlussfolgerung wäre, dass wir in einem besonderen Punkt des Universums sind. Und das muss man unbedingt vermeiden, sagte Hubble wortwörtlich. Um jeden Preis muss man diese Schlussfolgerung vermeiden. Deswegen sagte er, jeder Punkt ist Zentrum einer Ausdehnung. So wie auf einer Oberfläche eines Luftballons, wenn man ihn aufbläst, jeder Punkt sich von den anderen entfernt. So wäre es im dreidimensionalen Raum. Aber das sind jetzt nur Details. Wichtig ist hier die Zusammenfassung der Urknalltheorie, wie sie auf der NASA-Webseite offiziell präsentiert wird. Das ist das Standardmodell der Kosmologie. Es besagt, dass hier ganz links am Anfang nichts war und nichts ist explodiert. Das nennen sie Quantenfluktuation, gefolgt von einer sehr schnellen sogenannten Inflation oder Aufblasphase auf Deutsch, schneller als die Lichtgeschwindigkeit, und dann einer mehr oder weniger gleichmäßigen, mit gleicher Geschwindigkeit fortschreitenden Ausdehnung des Universums, gefolgt von späteren Zeitpunkten
einer beschleunigten Ausdehnung. Darauf werde ich noch zurückkommen. Also dieses Modell sagt voraus, dass nach etwa 400 Millionen Jahren die Sterne entstanden sind und dann über diese ganze lange Zeit von mehreren Milliarden, in Summe 13,7 Milliarden Jahren, die Galaxien entstanden wären und sich in Form von Galaxienhaufen und Superhaufen angeordnet hätten. Wie kommt man auf diese 13,7 Milliarden Jahre? Es wird ja immer geschrieben, wir wissen, wie alt die Welt ist, wir können es messen. Stimmt das wirklich? Wie machen Sie das? Es ist verblüffend einfach, wie man das meint, tun zu können. Man sieht sich irgendeinen Stern an, irgendeine Galaxie, und misst deren Rotverschiebung. Aus der Rotverschiebung schließt man auf eine Geschwindigkeit dieses Sterns. Auch das ist nur eine Annahme. Danach betrachtet man seine Helligkeit. Und aus der Helligkeit schließt man auf die Entfernung eines Sterns. Es wird mit weiteren Annahmen in immer größere Entfernungen hinausgerückt, wo man das noch messen meint zu können. Aber im Wesentlichen sind es diese beiden Dinge, Helligkeit und Rotverschiebung, aus der man meint, auf Entfernung und Geschwindigkeit schließen zu können. Dann wendet man das einfache Gesetz der gleichförmigen Bewegung an, das man auch für Fahrräder, Autos und Flugzeuge anwendet, dass die zurückgelegte Strecke gleich dem Produkt aus Geschwindigkeit und Reisezeit ist. Genau das Gleiche wendet man für alle Sterne und Galaxien, die seit einem Urknall auseinanderdriften sollten, an. Und kommt dann, indem man die Formel umstellt, ganz einfach auf das Alter des Weltalls. Man teilt einfach die Geschwindigkeit, die Strecke, den Abstand durch dessen Geschwindigkeit, multipliziert häufig noch mit einem Schwerkraftkorrekturfaktor, je nachdem, mancher Auto macht es, mancher nicht, und landet so bei 13,7 Milliarden Jahren. So verblüffend einfach ist die Weltmessung, die Altersmessung der Welt. Aber wir sehen natürlich, dass da einige Angaben oder Annahmen drin sind, die gar nicht bewiesen sind. Auf die obigen beiden, Rotverschiebung und Helligkeit als Maß für Geschwindigkeit und Entfernung, werde ich noch kommen. Aber angenommen, das wäre auch so, dass die Sterne wirklich mit dieser Geschwindigkeit auseinanderdriften. Woher wissen wir denn, dass diese Geschwindigkeit immer die gleiche war? Das haben wir nicht gemessen. Das aber, diese Extrapolation, ist wiederum genau das, was der heilige Petrus vorhergesagt hat. Denn man geht heute so vor, dass man sagt, seit die Väter entschlafen sind, ist alles geblieben, wie es seit Anfang der Schöpfung war. Auch dieses Vorgehen passt genau in diese Kategorie. Wie es heute ist, die angebliche Wegbewegung, war immer dieselbe seit Anfang der Schöpfung. Das ist die Voraussetzung, um auf 13,7 Milliarden Jahren zu landen. Ein zweites wesentliches Argument für die Urknalltheorie, die Messung der Mikrowellenhintergrundstrahlung oder überhaupt deren Entdeckung. Wenn wir in den Sternenhimmel schauen, dann sehen wir, dass er überwiegend ja dunkel ist, meistens schwarz. Aber wenn man mit modernen Messgeräten hineinschaut, dann sieht man, dass auch aus den schwarzen Bereichen Strahlung zu uns kommt, nämlich im Mikrowellenbereich. Das ist die sogenannte Mikrowellenhintergrundstrahlung. Und, das ist eine sehr gute Sache für eine Theorie, die wurde vorhergesagt, bevor sie entdeckt wurde. Von Alpha und Hermann im Nature am 13. November 1948, und es wurde gesagt, sie entspricht einer Temperatur von 5 Kelvin. Und entdeckt wurde sie 1965, also deutlich später, und mit einer Temperatur von 2,73 Kelvin gemessen. Also 2 Kelvin, das ist minus 271 Grad Celsius. Sehr kalt, aber immer noch messbar. Und das wurde dann gefeiert als die große Bestätigung für die Urknalltheorie. Kommen wir nun zu einer Bewertung dieser Argumente. Sind sie wirklich beweiskräftig? Ist der Mikrowellenhintergrund nur durch einen Urknall erklärbar? Ist er so eindeutig determiniert und ist es schwer denkbar, dass auch andere Prozesse das tun könnten? Nein, das ist nicht der Fall. Hier in diesem Diagramm sehen wir oben die 5 Kelvin, die aus der Urknalltheorie hervorgesagt werden, als Temperatur der Mikrowellenstrahlung. Da unten bei 2,8 Kelvin ist eine Vorhersage durch einen ganz anderen Prozess, der überhaupt nichts mit der Entstehung des Weltalls zu tun hat, sondern allein durch Messung der kosmischen Strahlung, die der Physiker Regener im Jahr 1926 schon, also 20 Jahre vorher, abgeleitet hat.
Und Sir Arthur Eddington im selben Jahr hat einfach nur die Sternenstrahlung gemessen und daraus abgeschätzt, dass es eine Hintergrundstrahlung im Mikrowellenbereich geben müsste. Und die müsste 3,2 Kelvin in der Temperatur betragen. Und wieder ein anderer Astrophysiker, Fred Hoyle, im Jahr 1964, also wieder vor der Entdeckung, er betrachtete das Helium im Universum, interpretierte es als Fusionsprodukt aus Wasserstoff und leitete daraus ab, dass dann so und so viel Mikrowellenstrahlung im Weltall sein müsste und deren Temperatur müsste 2,78 Kelvin sein. Also wir sehen vier verschiedene Prozesse, die gar nichts miteinander zu tun haben und alle kommen zum gleichen Ergebnis. Die echte Messung ist 2,73 Kelvin. Also ist die Urknallvorhersage noch am weitesten davon entfernt. Sprich, ihre Beweiskraft ist null und nichtig. Zwar ist die Urknalltheorie von diesen vieren die einzige, die auch das Charakteristikum einer Schwarzkörperstrahlung vorhersagt, also einer bestimmten Zusammensetzung der Frequenzen. Die anderen Prozesse bräuchten da noch Hilfsannahmen, wie zum Beispiel die Existenz eines bestimmten Artes von Staub, der die Frequenzen genau in diesem Spektrum umwandelt. Da ist die Urknalltheorie denen voraus. Aber das soll nur zeigen, dass allein aus dem Vorhersagen einer Mikrowellenrichtung, Hintergrundstrahlung und einer Temperatur noch kein Beweis folgt. Es können immer auch andere Prozesse sein, die dasselbe erzeugen. Deswegen schreibt auch Jean-Marc Bonnet-Bidot in seinem Werk Ein anderer Kosmos, ein Sammelband, wo führende urknallkritische Astrophysiker den Urknall hinterfragen. Aufgrund des Fehlens dieser grundlegenden Bestätigungen kann der kosmologische Charakter der Hintergrundstrahlung, also dass er etwas mit einer Ausdehnung seit einem Urknall zu tun hätte, heute nicht als bewiesen gelten. Wegen seiner sehr schwachen Energie kann er von einer sehr großen Bandbreite von physikalischen Prozessen erzeugt werden. Kommen wir also zur Bewertung der nächsten Säule der Standardtheorie, die Rotverschiebung. Ist sie tatsächlich nur durch Expansion erzeugbar? Dass da etwas nicht stimmen muss mit dem Modell von Hubble, das sieht man allein daran, wenn man die Werte der berichteten Hubble-Konstante aus den letzten 100 Jahren sich vor Augen hält. Das Diagramm ist auf der Homepage der Harvard-Universität zu sehen und zeigt, dass das Verhältnis von Geschwindigkeit und Abstand von Galaxien, die Hubble-Konstante, aus der dann das Alter der Welt errechnet wird, indem man den Kehrwert nimmt, dass das mitnichten klar ist, wie groß dieses Verhältnis ist. Offensichtlich sind wir doch nicht so genau in der Lage, dieses zu messen. Offensichtlich gibt es noch andere Faktoren, die damit reinspielen. So hatte man in den 30er Jahren berichtet, dass die Hubble-Konstante etwa bei 500 km pro Sekunde pro Megaparsec liegt. Und schon 20 Jahre später sagte man, nein, das ist völlig falsch, es sind nur 300. Und noch einmal 10, 20 Jahre später landete man dann bei 70 km pro Sekunde per Megaparsec. Wenn man das umrechnet in Jahre, heißt das, in den 1930er Jahren wurden wir informiert, das Universum haben wir gemessen als 2 Milliarden Jahre alt. Danach sagte man uns in weniger als einem Jahrhundert, nein, wir haben uns um 12 Milliarden Jahre verrechnet oder vermessen. Aber jetzt sind wir uns ganz sicher, es ist 14 Milliarden Jahre. Und wenn man jetzt hier reinzoomt und sich die moderneren Werte anschaut, dann sieht es nicht mehr so ganz übereinstimmend aus, wie es in dem vorigen Diagramm den Eindruck machte. Selbst heute noch berichten Autoren von dermaßen unterschiedlichen Werten in dieser Konstante, dass die Alter, die sich daraus ableiten, zwischen 10 Milliarden und 30 Milliarden schwanken. Das alleine bestätigt schon, dass wir eben nicht messen können, wie alt das Universum ist. In keinem anderen Bereich der Physik würde eine Messung Gültigkeit besitzen, bei der die Messwerte um 100% schwanken. Und hier sind die Altersangaben dann um 20 Milliarden Jahre verschieden. Also können wir eines daraus ableiten, dass entweder die Rotverschiebung teilweise oder vollständig andere Ursachen hat als Expansion oder entsprechend die Helligkeit andere Ursachen als der Abstand, zum Beispiel grauer Staub, der das Sternenlicht absorbiert. Oder ein drittes, dieser Korrekturfaktor, der von manchen Autoren verwendet wird, der ist unterschiedlich und sie sind sich darin nicht einig. Hubble selber war als empirischer Wissenschaftler so vorsichtig, dass er allen gesagt hat, es ist gar nicht bewiesen, dass aus der Rotverschiebung eine Entfernung abzuleiten ist. Deswegen schreibt er selber
in seinem Werk Das Reich der Nebel im Jahr 1958, das bereits 1936 zum ersten Mal veröffentlicht worden war. Eine vorsichtige Untersuchung von möglichen Unsicherheitsquellen deutet darauf hin, dass die Beobachtungen wahrscheinlich erklärt werden können, wenn Rotverschiebungen nicht Geschwindigkeitsverschiebungen sind. Falls Rotverschiebungen Geschwindigkeitsverschiebungen sind, dann müssen einige wesentliche Faktoren in den Untersuchungen vernachlässigt worden sein. Und in einem anderen Werk erklärt er, warum dann das Licht rot verschoben sein könnte. Licht könnte Energie verlieren während seiner Reise durch den Raum. Aber wenn es das tut, wissen wir noch nicht, wie dieser Verlust erklärt werden kann. Lichtwellen mit niedrigerer Energie haben eine größere Wellenlänge. Also ein Prozess, ein anderer wäre die Gravitation, auch die würde zu einer Rotverschiebung führen. Hubble sagt, wie schwierig es ist, wenn man festhält an der Rotverschiebungsdeutung, wie viele Beobachtungen dann uns große Probleme machen, die Urknalltheorie mitnichten bestätigt ist. Er sagt, auf der anderen Seite, wenn der Wegbewegungsfaktor fallen gelassen wird, wenn Rotverschiebungen nicht in erster Linie Geschwindigkeitsverschiebungen sind, ist das Bild einfach und plausibel. Also, fassen wir zusammen, die Urknalltheorie ist nicht bewiesen. Sowohl der Mikrowellenhintergrund als auch die Rotverschiebung kann andere Ursachen haben als Ausdehnung, als Geschwindigkeit und als Entfernung. Kommen wir aber nun zu den sehr schwerwiegenden Argumenten gegen die Urknalltheorie. Das Wichtigste ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Den kennt jeder von uns. Das ist das universale Naturgesetz, das beschreibt, wie alle chemischen und physikalischen Prozesse vor sich gehen, nämlich immer von Ordnung zu Unordnung und niemals umgekehrt. Man kann zwar so Dinge wie Schneeflocken erzeugen, wenn man abkühlt, aber das geht nur in einem sogenannten offenen System, wenn diese Ordnung vorher schon in den Atomen vorhanden war. Aber echte neue Ordnung kann kein Naturprozess erzeugen. Hier als Beispiel, wenn ich einen Stapel Papier aufstelle und ich öffne Fenster und Türen und lasse den Wind hereinziehen, dann ist klar, was passiert. Alles wird wild im Raum verteilt sein. Aber das Umgekehrte, dass ich 100 Millionen Jahre später zurückkomme und schaue, was ist jetzt passiert mit meinem Papierstapel, niemals wird es sich durch Wind und Wetter wieder sauber aufstellen können. Das genau ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik oder auch Entropiesatz, wie die Physiker sagen. Entropie ist ein Maß für Unordnung und die nimmt immer zu. Oder ein Beispiel hier, ein Haus, wenn ich es Wind und Wetter aussetze und nichts daran tue, wird es sicher in den Zustand rechts übergehen. Dass aber das Umgekehrte durch Sonne, Wind und Regen jemals geschehen könnte, ist selbstverständlich ausgeschlossen. Das ist das fundamentalste Naturgesetz. Nun sagt aber gerade der Urknall, das Urknallmodell, am Anfang war vollkommenes Chaos, eine vollkommene Unordnung. Und diese hätte sich in die Ordnung unseres wunderbaren Heimatplaneten Erde umgewandelt. Das ist selbstverständlich nicht denkbar. Also es wäre Ordnung aus Unordnung. Das hätte zu einer Abnahme der Entropie geführt und das ist ausgeschlossen durch das grundlegende Naturgesetz. Hier ein paar Indikatoren, warum unsere Welt, unsere Erde nicht von selbst entstanden sein kann. Durch Zufallsprozesse. Sie hat den idealen Abstand zur Sonne. Wir verfolgen ja alle die zum Teil sehr emotional geführte Klimadiskussion. Die sollte uns vor allem daran erinnern, dass hier alles an einem seidenen Faden ja wirklich hängt. Wäre es wirklich so, dass wir 10 Grad wärmer wären oder 10 Grad kälter, klar, die Folgen wären enorm für die ganze Erde. Und jetzt aber, wenn wir nur ein bisschen näher an der Sonne wären, wäre das der Fall. Wir würden hier verbrennen, es gäbe überhaupt kein Leben. Oder ein bisschen weiter weg, wir würden gefrieren. Schauen wir uns die anderen Planeten an. Es ist hier wunderbar eingerichtet, hochexakt. Wir haben ein schützendes Magnetfeld, sonst würde die kosmische Strahlung alles Leben auslöschen. Wir haben flüssiges Wasser in einer sehr guten Menge, sodass die Ozeane die ganze Erde schön austemperieren. Wir haben trockenes Land, wo genug für uns als Nahrung wächst. Und wir haben die lebensnotwendigen Stoffe, Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, alles, was für den Aufbau von biologischen Wesen notwendig ist. Wir haben relativ moderate Jahreszeiten, schauen wir auf die anderen Planeten. Keine extremen Erdbeben, Vulkanausbrüche, radioaktive Strahlung, giftige Chemikalien wie auf Mars, Jupiter, Venus und so weiter. Das alles sollte ein Produkt eines lauten Knalls sein. Paul Davies, der britische Physiker, schreibt deshalb in Gott und die moderne Physik insgesamt über die vielen Feinabstimmungen in unserem Universum, also auch die Naturgesetze sind so exakt eingerichtet, dass wenn sie nur ein bisschen anders wären,
keine Atome, wie wir sie kennen, möglich wären und damit Leben nicht möglich wäre. Ob man nun alle Einzelheiten in diesem Zusammenhang anerkennt oder nicht, im Urknall meint er, im Urknall-Szenario, die eigentliche Hypothese, dass es eine Art Schöpfung gegeben hat, scheint vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus zwingend. Der Grund dafür liegt unmittelbar in einer großen Menge naturwissenschaftlichen Beweismaterials. Also dieser berühmte Physiker spricht hier nicht von, es deutet ein bisschen darauf hin. Er sagt zwingend, er sagt bewiesen. Damit ist eine Übereinstimmung mit dem Ersten Vatikanischen Konzil, das gesagt hat, man kann Gott mit Sicherheit aus den geschaffenen Dingen erkennen. Während heute in der Theologie leider viele sagen, Gott könne man nicht beweisen, aber das ist ein falscher Satz, der wurde vom Konzil zurückgewiesen. Davies fährt fort, er sagt hier, naturwissenschaftlich, der Grund dafür liegt unmittelbar in einer großen Menge naturwissenschaftlichen Beweismaterials, das im allgemeinsten bekannten physikalischen Gesetz, das wir kennen, seinen Niederschlag findet, den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Er besagt im weitesten Sinn, dass die Ordnung im Universum beständig abnimmt und sich allmählich, aber unaufhaltsam in eine vollständige Unordnung verkehrt. In Übereinstimmung mit der katholischen Schöpfungslehre, am Anfang war alles vollkommen und harmonisch und seither entsteht immer mehr Chaos und Zerstörung und negative Mutationen auch in uns. Das Gegenteilige beobachten wir überhaupt nicht. Was kann man hieraus für Schlussfolgerungen ziehen? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Und dieser britische Physiker Bernard Carr, auch ein berühmter Kosmologe, er hat das messerscharf erkannt und sagt, was die modernen Kosmologen für eine Wahl haben und welche Wahl sie leider auch treffen in großer Zahl. Falls es nur ein Universum gibt, könntest du einen Feinabstimmer brauchen. Falls du Gott nicht willst, sollst du besser ein Multiversum haben. Ganz viele Universen, die könnten uns helfen, von Gott loszukommen. Diese Feinabstimmung. Falls wir das einzige Universum sind, sind die Feinabstimmungen wirklich schwer zu erklären. Auf der anderen Seite, falls man ein Multiversum hat, unendlich viele, dann ist es recht natürlich durch einen einfachen Selektionseffekt, dass wir in einem der Universen sein werden, das die Entstehung von Leben erlauben wird. Selbstverständlich können wir, während wir entstanden, aus Naturprozessen nur in so einem sein, aus den unendlich vielen, wo auch die Bedingungen der Naturgesetze fein abgestimmt genauso waren, dass sich Leben entwickeln konnte. Das ist natürlich in sich richtig. Aber diese Annahme, dass viele Universen mit unterschiedlichen Naturgesetzen, ja unendlich viele, existieren würden, die wirft natürlich die Frage auf, woher kamen denn all die vielen Universen? Das schiebt es ja nur eins zurück. Das ist ja genauso übernatürlich wie ein Schöpfergott. Das wäre dann mein Gott, die Multiversen. Aber dieser Gott liebt mich nicht. Das ist nicht der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs. Das ist der Gott unserer Kultur. Und ein weiterer Aspekt, selbst wenn es unendlich viele materielle Universen gäbe, diese könnten deshalb, allein weil es unendlich viele sind, noch keinen immateriellen Geist erzeugen. Das ist eine ganz andere Science-Kategorie. Kommen wir zu einem zweiten Aspekt, der gegen die Urknalltheorie spricht. Können denn Sterne wenigstens aus Naturprozessen entstanden sein? Das sagen uns doch die Kosmologen immer wieder. Ja, natürlich, das haben wir sehr gut verstanden. Wir wissen, dieser Stern entstand aus dem und dem Prozess. Stimmt das wirklich? Was sagen die Lehrbücher denn dazu? Was ist die Theorie, wie Sterne entstehen? Die Theorie sagt, nach dem Urknall habe sich die erste Materie gebildet, Wasserstoff, Helium, andere leichte Elemente, bis hin auch zu Lithium. Diese wären in großen Gaswolken, wie wir sie auch heute noch beobachten, im Universum verteilt gewesen und hätten sich aufgrund ihrer eigenen Schwerkraft zusammengezogen. Bei diesem Zusammenziehen hätten sie sich komprimiert, wären sehr heiß geworden und schließlich hätte sich das in einem Stern entzündet. Das klingt auf den ersten Blick plausibel, aber man vergisst oft ein ganz einfaches Naturgesetz, das dem entgegenspricht, nämlich den Gasdruck, auch eine Folge der Entropie, letztlich des zweiten Hauptsatzes wieder. Dieser Gasdruck, der verhindert, dass die Atome von alleine, die Gasmoleküle von alleine aufeinander zugehen. Und der ist deutlich stärker als die Schwerkraft, mit der sie sich anziehen. Und wenn sie näher rankommen,
Man könnte sagen, bei kalter Temperatur geht es doch besser, aber dann wird es heiß, wenn sie sich zusammenziehen und dann wird der Gasdruck noch stärker. Alle Rechnungen zeigen, nein, das funktioniert nicht. Hier mal ein einfaches Beispiel aus dem Alltag. Wenn ich eine Spraydose habe, die Gas enthält, das unter Druck steht, und ich drücke auf das Auslassventil, dann strömt natürlich das Gas aus. Das ist das Normale, was ein Gas tut. Das Umgekehrte, wenn ich ganz lange drauf drücke, das Gas wieder von alleine reingeht, wissen wir, das wird niemals geschehen, bei noch so viel Schwerkraft. Das ist ein schweres Dilemma für die Astrophysik und es wurden Lösungsvorschläge präsentiert. Eines, eine Supernova könnte explodiert sein. Das ist ein Stern, eine gigantische Sternexplosion. Diese könnte eine Druckwelle erzeugt haben, durch die das Gas, das sich darin befand, komprimiert worden wäre und so dann den ersten Stern erzeugt hätte. Ein zweiter Vorschlag. Ja, wenn das Gas sich zusammenzieht, wird es natürlich heiß und deswegen wird der Gasdruck höher. Aber es könnte ja sein, dass kalte Partikel durch das Universum schwirren und dadurch das Gas wieder abkühlen und die Wärme abführen und so die Komprimierung ermöglichen, bis sie so stark ist, dass sie von alleine zusammenhält und den Stern zur Explosion bringt, zum Zünden bringt. Und eine dritte Theorie, zwei Galaxien könnten sich einander angenähert haben, kollidiert sein und darin einen solchen Druck durch die Kompression erzeugt haben, dass die Gaswolken Sterne hervorgebracht haben. Das ist aber allerdings alles nicht überzeugend, weil eine Supernova, die explodiert, ist bereits ein Stern. Somit kann diese auch nicht die Entstehung des ersten Sterns erklären. Kalte Partikel, auch die können nach der Urknalltheorie, weil sie aus schweren Elementen bestehen, nur in einem Stern produziert werden. Also können die nicht vom ersten Stern stammen. Ja, und Galaxien sind ja nichts anderes als Sternenansammlungen. Also können auch die den ersten Stern nicht erklären. Deswegen trifft zu, was Eva Novotny in ihrem Einführungsbuch über die Sternatmosphären und deren Inneren schreibt, veröffentlicht von der Oxford University Press auf Seite 279. Der Prozess, durch den eine interstellare Wolke konzentriert wird, bis sie durch die Gravitation zusammengehalten wird und einen Protostern bildet, ist nicht bekannt. Wir können nicht durch Naturprozesse die Sternentstehung erklären, sagt sie hier. Das ist wirklich ein gewichtiges Wort. Und Martin Harvard in einer Buchbesprechung im Science Magazin 1986: Die stille Verlegenheit der modernen Astrophysik kommt daher, dass wir nicht wissen, wie sich wenigstens einer dieser Sterne hat bilden können. Das sagt das Science Magazin, ganz im Gegensatz zu dem, was man in populärwissenschaftlichen Darstellungen in unseren Zeitungen liest. Und Charles Lader und Frank Shu wieder in Science 1990. Eines der grundlegendsten Probleme der gegenwärtigen Astrophysik: Der Ursprung der Sterne wurde immer noch nicht gelöst. Und da hätte man doch denken können, das ist das Mindeste, was eine Theorie zur Entstehung des Weltalls leisten muss. Kommen wir zu einem weiteren Aspekt, der gegen die Urknalltheorie spricht. Zum Blick in die Vergangenheit. Wir haben, wenn die Urknalltheorie wahr wäre, die Möglichkeit, eine Art Zeitreise zu machen, zumindest was unsere Detektion von Bildern betrifft. Wir können in die Vergangenheit blicken, nämlich mit unseren modernsten Teleskopen. Das ist das Hubble Space Teleskop. Seit 1990 befindet es sich im All und liefert uns wunderschöne Bilder von fernsten Sternen. Wir kennen ja aus der Heiligen Schrift die Stelle, wo es heißt, kannst du die Sterne zählen? Und niemand kann sie. Und hier sieht man es noch viel deutlicher, wenn man das mit einem Hubble Space Teleskop aufnimmt, wie viele es eigentlich sind. Und die auch oft sehr farbenprächtig sind, alles, was wir mit bloßem Auge nicht sehen. Hier diese berühmte Sombrero-Galaxie, das ist ein Staubring sogar und riesige Distanzen. Wenn die Urknalltheorie wahr ist, dann ist das Licht, das von einem Stern am Ende des beobachtbaren Universums herkommt, dann ist es ja schon 13,7 Milliarden Jahre lang unterwegs, oder fast, bis es unser Auge, hier dargestellt als Beobachter, in der Mitte erreicht. Was heißt das? Dann ist die Spitze dieses Sternenlichts der Zustand des Sterns, den der Stern hatte, als das Licht ausgesandt wurde. Das heißt, es zeigt den Stern in einem, es ist junges Licht. Es zeigt den Stern in einem jungen Zustand. Somit sehen wir die Vergangenheit, wenn wir auf Objekte blicken, die weit weg sind. Blicken wir auf Objekte, die nah bei uns sind, dann ist auch dieser Lichtstrahl
13,7 Milliarden Jahre schon unterwegs. Aber wir sehen jetzt nur das Ende dieses Lichtstrahls. Das meiste ist an uns vorbeigezogen. Wir sehen den Stern in einem alten Zustand. Mit anderen Worten, vergleichen wir weite entfernte Objekte mit nahen, sollte man eine Entwicklung sehen, einen Reifeprozess in den Galaxien, in den Sternen. Das Ergebnis aber war für viele sehr ernüchternd und unerwartet. Die Galaxien in den sogenannten jungen Regionen, ganz weit entfernt, die sehen genauso aus wie die in den alten Regionen. Wir beobachten Stasis, keine kosmische Evolution. Ganz analog zum Fossilbericht in den geologischen Sedimentschichten, wo wir auch Stasis beobachten. Wir beobachten zwar ein Auftreten und Verschwinden von verschiedenen Arten, aber wir beobachten keine Entwicklung, wir beobachten keine Veränderung von unten nach oben. Das Gleiche sehen wir im Weltall. Deswegen schreibt Marcus Chown in New Scientist 2005, die Bildung der entferntesten Galaxien ist näher am Urknall, da ihr Licht Milliarden Jahre brauchte, um uns zu erreichen. Deshalb werden diese Galaxien gesehen wie jung bei ihrer Geburt. Das Problem ist, dass sie nicht die Erscheinung von jung haben, sagt Lerner. Wir sehen nur alte Galaxien, die die gleiche Sternenbandbreite haben wie die Galaxien, die sich heute gebildet hätten. Und Richard Ellis vom California Institute of Technology, das echte Rätsel ist, dass diese Galaxien bereits recht alt zu sein scheinen, als das Universum nur etwa 5% seines jetzigen Alters hatte. Also wenn wir uns zurückerinnern an dieses Standardmodell des Urknalls, das heißt, in dieser ganzen langen Zeitröhre sind 95% von einer Stasis gekennzeichnet, wo es null Entwicklung gibt. Völlig unerwartet. Ein weiteres Argument. Viele Galaxien sind in Form von Spiralen angeordnet und sie drehen sich. Man konnte die Drehgeschwindigkeit auf Basis von Rotverschiebungen, hatte man sie gemessen oder leitete man die Geschwindigkeit ab und stellte fest, sie drehen sich sehr schnell. So schnell, dass wenn sie wirklich hunderte von Millionen Jahren oder gar Milliarden Jahre rotieren würden, dass sie schon lang auseinandergeflogen wären. Die ganzen Sterne aufgrund dieser schweren Masse könnten gar nicht so lange zusammenhalten. Ein ganz schwieriges Problem. Was für eine Lösung schlägt man vor? Man sagt, ja, es muss eine Art Klebstoff geben um die Sterne herum, durch dessen Gravitation die Galaxien zusammengehalten werden. Diesen Klebstoff nennt man dunkle Materie, der keine elektromagnetische Strahlung, kein Licht aussendet. Man weiß nicht, was das sein soll. Aber man weiß nur, er muss ungefähr 5-mal so viel sein, wie die Masse der ganzen Sterne da drin überhaupt. Also es geht hier nicht nur um kleine 10% Korrekturen. Es geht um gigantische Menge an Materie. Warum müssen wir diese annehmen? Weil wir nur um die Urknalltheorie zu retten. Die Alternative wäre zu sagen, ja, dann stimmen die ganzen Zeitangaben der Urknalltheorie ja gar nicht. Nein, man sagt, es muss dunkle Materie geben. Dann auch eine sehr unerwartete Beobachtung in den letzten Jahrzehnten. Die Messung von Rotverschiebungen von nahen Supernova-Explosionen zeigte, wenn man die Rotverschiebung eben auf die klassische Weise interpretiert, dass das Universum sich nicht nur ausdehnt, sondern in jüngerer Zeit sogar beschleunigt ausdehnt. Es wird immer schneller. Ja, wie kann das sein? Das spricht ja gar nicht einer Explosion. Man würde ja meinen, am Anfang ist es am schnellsten und dann langsamer. Nein, es wird jetzt immer schneller. Ja, wo kommt die Energie her? Das muss ja eine gewaltige Menge von Energie sein, die man braucht, um so eine Masse auseinanderzutreiben. Lösung? Es gibt unbekannte dunkle Energie. Die macht das. Also man gibt dem Ding einfach nur einen Namen. Und schon meint man, die Frage beantwortet zu haben. Ein weiteres Problem. Dieser Mikrowellenhintergrund, von dem ich vorhin sprach, der hat eine Eigenschaft, die verblüffend ist. Er ist überall genau gleich warm. Nämlich diese 2,73 Kelvin. Die Unterschiede von einem Fleck zum anderen über den ganzen Nachthimmel verteilt betragen nur ungefähr ein 30-Millionstel Grad. So gleich sind die Temperaturen, so ein perfektes thermisches Gleichgewicht. Das hat man auch nicht erwartet im Urknallmodell. Denn das Modell sagt, dass die Strahlung, sozusagen die Berechnungen, die dieses Gleichgewicht hätte erzeugen können, erst dann reisen konnte, als das Universum schon zu groß war für einen Temperaturausgleich.
Also sagen die Theoretiker, gut, dann war dieser Temperaturausgleich ganz früh schon in den ersten Bruchteilen einer Sekunde nach dem Urknall. Das führt aber wieder in den Berechnungen zu einem Problem, denn wenn das der Fall gewesen wäre, hätte sich das Universum ja gar nicht ausgedehnt, sondern wäre aufgrund seiner Gravitation wieder zusammengezogen worden. Ein neuer Vorschlag: Es gab eine ultraschnelle Ausdehnung, ganz am Anfang, eine Inflation, wie man sagt, um diese Schwerkraftanziehung zu überwinden. Diese ultraschnelle Ausdehnung war schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Warum müssen wir all das fordern? Weil sonst die Urknalltheorie nicht funktioniert. Also Inflation, dunkle Energie, all das, nicht beobachtbar, aber nur um die Theorie zu retten. Damit verknüpft ist noch ein weiteres großes Problem. Die Galaxien, die Ansammlungen von Sternen, die wir sehen, vor allem mit den Teleskopen, wenn wir weit in die Ferne schauen, die sind alles andere als wild durchs Universum verteilt, wie man es von einer Explosion erwarten würde. Nein, sie sind in geordneten Strukturen, in Clustern, in Haufen angeordnet, in den Superhaufen, Superclustern, wie man sagt. Da ist Ordnung drin in den Galaxien. Das hätte gar nicht sein können. Wenn jetzt Ordnung aus einem Urknall entstanden sein muss, dann muss bereits am Anfang im Urknall eine Unebenheit gewesen sein, die diese Materie dann zusammengezogen hat, so wie wir sie heute beobachten. Und diese Unebenheit in der Verteilung der Materie ganz am Anfang müsste man im Mikrowellenhintergrund heute noch sehen. Das sagen alle Rechnungen. Aber der Mikrowellenhintergrund ist vollkommen eben. Da ist sowas nicht. Ja, wie können dann diese Galaxien sich so geformt haben? Der Lösungsvorschlag: Es gibt halt dunkle Materie, die man nicht sehen kann. Und die hat die Gravitation geliefert, um alles in diesen Strukturen anzuordnen. Das führt aber zu einem weiteren Problem in den Rechnungen. Dann wäre die Expansion zu schwach mit so viel dunkler Energie. Das Universum könnte nur 8 Milliarden Jahre alt sein. Das widerspricht den Rotverschiebungsmessungen. Wieder ein Vorschlag: Es gibt dunkle Energie. Die hat dann die Expansion verstärkt, sodass sie mit dem Urknall vereinbar ist. Drefel, der Physiker, drückt in seinem Buch Die dunkle Seite des Universums das Problem so aus mit der Gleichmäßigkeit des Mikrowellenhintergrunds. Die Gleichmäßigkeit des Mikrowellenhintergrunds ist dem, was der Prozess der Galaxienbildung eigentlich von ihm verlangt, diametral entgegengesetzt. Wenn die Materie also zur Zeit der Bildung von Atomen schon zusammengeballt war, müssten heute Spuren dieser Zusammenballung in der kosmischen Hintergrundstrahlung vorhanden sein. Nachdem detaillierte Berechnungen angestellt worden sind, gilt es als erwiesen, dass es unmöglich ist, diese beiden widersprüchlichen Erfordernisse in Einklang zu bringen, also die Beobachtung der Homogenität und die Erfordernisse der Urknalltheorie. Und Breuer schreibt im Bild der Wissenschaft 1990: Mit dem Problem dieser fehlenden Masse hängt eng zusammen, dass wir bis heute nicht recht verstanden haben, wie die Galaxien überhaupt entstanden sind. Eines der brennendsten Probleme der Astronomie. Also nicht nur die Sternentstehung kann man nicht naturwissenschaftlich begreifen, auch die Galaxienentstehung, sogar das. Wo bleibt überhaupt noch etwas übrig, was der Urknall erklären könnte? Eine weitere ganz widersprüchliche Beobachtung: die Verteilung der Dichte, die Menge an Materie im Weltall. Das Problem: Man beobachtete, dass die Dichte der Materie, abgeleitet aus den Mengen an Deuterium, Helium, Lithium, 20 Mal kleiner ist als die, die das Urknallmodell vorhersagt. Ein Faktor 20 daneben zu liegen, das ist für jede Theorie in der Physik normalerweise das Ende. Für die Urknalltheorie nicht, denn man sagt einfach, es ist dunkle Materie. Und so kommen wir zur Zusammenfassung des Urknallmodells hier auf einer Seite der NASA, die das Dilemma wiedergibt. Mit all diesen Beobachtungen, die wir angeführt haben, muss man zu dem Schluss kommen, wenn man die Urknalltheorie aufrechterhalten will, dass nur 4,6% des Universums aus Atomen bestehen. Protonen, Neutronen, Elektronen, so wie wir sie kennen, aus denen die gesamte Chemie und Physik unserer beschreibbaren Welt besteht. Nur 4,6% des Universums bestehen daraus. Die restlichen ungefähr 95% müssen dann irgendwas sein, von dem man nicht weiß, was es ist. Wir wissen nur, dass es keine Protonen, Neutronen, Elektronen sind. Sie haben nichts mit unserer Physik und mit unserer Chemie zu tun. An so etwas müssen wir glauben, wenn wir an den Urknall glauben wollen. Da haben wir schon eine erstaunliche Berührung mit der Schöpfungslehre. Denn auch die Schöpfungslehre sagt, es ist unmöglich, die Entstehung des Weltalls aus Naturprozessen abzuleiten.
Und interessanterweise kommt die moderne Kosmologie hier auch zu einer so Art Schlussfolgerung. Sie sagt, es ist unmöglich, die Entstehung dieser 5% aus Naturprozessen abzuleiten. Wir müssen Unbekanntes annehmen. Sie würden das natürlich auch Naturprozesse nennen, aber es sind nicht beobachtbare Dinge. Das war dann für viele auch zu viel, weswegen 33 führende Wissenschaftler einen offenen Brief an die wissenschaftliche Gemeinschaft in New Scientist im Jahr 2004 veröffentlicht haben. Darin schreiben sie Folgendes. Der Urknall gründet heute auf einer wachsenden Anzahl hypothetischer Größen, Dingen, die nie beobachtet wurden. Inflation, dunkle Materie und dunkle Energie sind die prominentesten Beispiele. Ohne sie gäbe es einen fatalen Widerspruch zwischen den Beobachtungen, die die Astronomen gemacht haben, und den Vorhersagen der Urknalltheorie. In keinem anderen Gebiet der Physik würde man diesen fortwährenden Rückgriff auf neue hypothetische Objekte als einen Weg akzeptieren, um die Lücke zwischen Theorie und Beobachtung zu überbrücken. Er würde zumindest ernsthafte Fragen über die Gültigkeit der zugrunde liegenden Theorie aufwerfen. Fassen wir jetzt die Urknalltheorie zusammen. Erstens, die Urknalltheorie ist nicht bewiesen. Sowohl die Temperatur des Mikrowellenhintergrunds als auch ist durch andere Prozesse als ein Urknall erklärbar. Und auch die Rotverschiebung ist durch andere Prozesse als durch eine Ausdehnung erklärbar. Und falls wirklich eine Ausdehnung heute vorläge, dann folgt daraus nicht, dass es immer in der Vergangenheit eine solche gab, insbesondere nicht mit dieser Geschwindigkeit. Es könnte durchaus eine sehr viel schnellere Ausdehnung ganz am Anfang gegeben haben und diese Inflation ist ja genau so etwas, aber die könnte noch etwas stärker gewesen sein. Dann gibt es zahlreiche Beobachtungen, wie wir gesehen haben, die der Urknalltheorie widersprechen. Also ich wiederhole sie hier nochmal, wir haben eine heute scheinbar beschleunigte Expansion des Universums. Wir haben eine unglaubliche Stabilität der Spiralgalaxien, die mit den Altersangaben der Urknalltheorie überhaupt nicht in Einklang zu bringen ist, sonst wären die Galaxien auseinandergeflogen schon längst. Der Mikrowellenhintergrund ist zu homogen, überall die gleiche Temperatur. Wir haben eine zu niedrige Materiedichte, viel niedriger als vom Urknallmodell vorhergesagt. Also, nochmal wie eben erwähnt, um die Entstehung von 5% des Universums mit Naturprozessen zu erklären, muss vor diesem Hintergrund 95% des Universums nicht aus bekannten Naturprozessen bestehen, laut offizieller NASA-Angabe. Dann der weitere Befund, wir haben keine Beobachtung von Entwicklung in der kosmischen Geschichte, wenn wir in entfernte Gegenden des Weltalls schauen. Sternenbildung und auch Galaxienbildung sind nicht durch Naturprozesse erklärbar. Nicht mal in der Theorie können wir etwas präsentieren, wie all das entstanden sein könnte. Und das Allerwichtigste, die kosmische Ordnungsbildung, besonders hier unsere Erde, widerspricht den Naturgesetzen. Es kann nicht sein, dass das aus Unordnung von selbst entstanden ist.